Akrobatik, ja, es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich helfe den Kindern, wo ich kann. Seit 8 Jahren mache ich das. Ich habe vorher Sportakrobatik gemacht. Da geht es immer darum, dass 2 oder 3 Leute zusammen touren. Und bei der Show halt ganz viele in einem großen Team. Wir holen aus jedem das Beste raus. Sie alle hier gehören zur Show-Akrobatik-Gruppe FACE aus Kiel. F wie Faszination. A wie Akrobatik. C wie Choreografie. E wie Energie. Sie sind frisch gebackene Landesmeister und so gut, dass sie Schleswig-Holstein nicht nur im November bei den deutschen Meisterschaften vertreten, sondern sich per Videoentscheid auch bereits ins Feld für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr in Amsterdam getanzt haben. Wir dürfen Deutschland vertreten in der Showakrobatik und da sind wir natürlich mega, mega stolz drauf. Die Kinder freuen sich sehr, dass das endlich auch Früchte trägt, das Training, und ja, da sind wir sehr stolz drauf. Romy Graumann hat die Show-Akrobatik-Sparte beim TuS Holtenau ins Leben gerufen, startete einmal mit 12 Mitgliedern. Jetzt trainiert sie mit Unterstützung 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ja, meistens sage ich auch hinterher, ich fühle mich so, als hätte ich den Wettkampf selber mitgemacht oder den Auftritt, weil das Adrenalin natürlich auch steigt. Wir fiebern mit Gänsehaut und Tränen in den Augen und freuen uns immer riesig, wenn die Kinder auch Erfolg haben. Die Besten trainieren bis zu 5-mal die Woche. Sie sind die Wettkampfgruppe. 3-mal schon durften sie bei den deutschen Meisterschaften ihr Können zeigen. Übungen wie der Überlapper gehören zum Standardrepertoire. Ja, also es ist schon hartes Training und es ist 4-mal in der Woche sollte man schon. Beim Landesfinale in Kiel bekamen FACE mit ihrer Choreografie vom Tanz der roten und weißen Blutkörperchen Bestnoten. Anders als in der rhythmischen Sportgymnastik wird bei der Show-Akrobatik nicht nur getanzt, sondern es zählt auch die Show, die Geschichte sowie Synchronität. Ja, also wir müssen mal sehr auf Synchronität achten und dass die alle gut miteinander funktionieren. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn dann hier 30 Leute auf der Matte stehen, dass alle synchron sind. Das unter einem Hut zu kriegen, da arbeiten wir immer ziemlich lang dran. Wir haben immer ein halbes Jahr Vorbereitungszeit vor den Wettkämpfen, wo sie viel Synchronität, viel Tanz und viel Pyramiden üben müssen. Show-Akrobatik ist aber auch, sich im Team blind aufeinander verlassen können. Bei solchen Übungen muss jeder Handgriff sitzen. Wir trainieren halt auch oft miteinander und das Vertrauen ist schon da, wie so bei einer zweiten Familie dann halt aber beim Sport. Aufeinander verlassen können, zusammen trainieren und Schleswig-Holstein auf den deutschen und Deutschland auf den Weltmeisterschaften vertreten mit ganz viel Faszination, Akrobatik, Choreografie und Energie. Die Show-Akrobatik-Gruppe FACE vom TuS Holtenau.